Hi, ich bin Julian und heute machen wir eine super leckere Lende mit Pilzen und Spätzle. Zuerst nehmen wir unsere Lende und entfernen die Silberhaut. Ich habe dafür ein Ausbeinmesser zum Testen von Jason bekommen. Ich habe euch das Messer auch mal in den Kommentaren verlinkt. Nachdem die Silberhaut entfernt ist, habe ich die Lende in kleine Stücke geschnitten und dann geht's auch schon weiter. In eine Pfanne gebt ihr nun ein bisschen Butter und bratet darin zwei Packungen Spätzle an. Das entspricht einem Kilo. Nachdem sie fertig sind, stellt ihr sie beiseite. In die gleiche Pfanne gebt ihr nun ein bisschen Öl und bratet darin eure Champignons mit Pilzen an. Gewürzt habe ich das Ganze mit Chiliflocken. Jetzt kamen auch schon ein bisschen Lauchzwiebeln dazu und vor allem der Stielteil. Und danach wurde alles erstmal beiseite gestellt. Wieder ein bisschen Öl in die Pfanne und ihr bratet eure Lendenstücke an. Dazu kommt ein bisschen Knoblauchpulver. Nachdem ihr alles umgerührt habt, kommt noch ein bisschen Paprika-Edelsüß dazu und ihr bratet alles an, bis es relativ gar durch ist. Nachdem dies der Fall ist, schiebt ihr das Ganze ein bisschen beiseite und gebt ein bisschen kleingeschnittenen, geräucherten Speckschinken dazu. Dazu kommen jetzt nochmal eine ganze Packung sahniger Schmelzkäse. Jetzt kommen auch eure Champignons, die ihr vorhin zur Seite gestellt habt, einmal dazu. Den restlichen Lauchzwiebeln, also vor allem der obere Teil. Dazu kommt ein bisschen Schnittlauch, Pfeffer, Salz und nochmal alles wird abgeschmeckt. Viel Spaß beim Nachmachen. Ich freue mich über ein Like.